Zuletzt bei True into Indie. Das Spiel heißt Already Out. Ich weiß, aber bei so heißt unser Kanal. Achso. Hallo, herzlich willkommen. Salut! Wir waren auf dem Weg nach Zürich, wie die Schweizer sagen würden, um Mr. Vercoli und seine Tochter in Sicherheit zu bringen. Den Vercoli haben wir jetzt unterwegs leider verloren. Es gab einen Anschlag, ein Attentat und wir vermuten den Wolf dahinter. Mhm. Er war, glaube ich, noch am Leben. Klang zumindest so. Es schien noch Chancen zu geben. Der Wolf hat aber Luisa mit sich fortgerissen. Die halt weggestürmt ist. Das ist auch wir dumm. Haben uns in unserem Bugatti, glaube ich, auf die Verfolgung gemacht. Haben zu viel an Ziegen gedacht und einen Unfall gebaut. Und dann sind wir bei einer alten Dame aufgewacht. Genau, im schönen, beschaulichen Meiringen. Und da setzen wir jetzt wieder ein. Ich wollte drücken. Entschuldigung. Genau, wir waren in Meiringen, fast 50 Kilometer von meiner Unfallstelle entfernt. Man hatte mich am Straßenrand gefunden und ins Hotel Leopold gebracht, damit ich mich erholen konnte. So, dieses Meiringen ist ein kleiner Ort, in dem sich viele reiche und berühmte Leute aufhalten. Oder? Die Frau, die sich um mich kümmerte, hatte mich aufgelesen. Wie durch ein Wunder hatte ich mir nicht einen Knochen gebrochen. Das definitiv. Ja, das ist wirklich ein Wunder, ne? Wir sind 200 Sachen. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie schnell wir waren. Nun denn, ich war mit Schnitten, Kratzern und blauen Flecken übersät. Es tat fast überall weh. Ich fühlte mit der Zunge meine Zähne ab. Aber mir war zum Glück keiner abhanden gekommen. Ich hatte es warm, Aubrey. Gemütlich. Ich saß im Bett, ein Tablett auf dem Bein und aß Hefezopf mit Honig zu meinem Kaffee. In Gedanken ging ich meine Erinnerungen durch. Irgendwie wurde ich das Gefühl nicht los, dass ich ein wichtiges Detail übersehen hatte. Und dann fiel es mir wieder ein. Vercoli, Luisa, das Fräulein. Ich war für mindestens einen Tag außer Gefecht gewesen. Und ich hatte von allen dreien die Spur verloren. Tja. Ach, Geheimagent. Hm. Aber es kann ja passieren. Vielleicht müssen wir nochmal umsatteln. Nee, hast du das Licht ausgemacht? 10 Minuten außerhalb von Meiringen teilt sich die Straße. Eine Straße führt nach Zürich und Deutschland, die andere nach Bern und letztlich Frankreich. So, jetzt ist die Frage, wohin? Das Fräulein... ich wollte sagen, das Fräulein war vermutlich auf dem Weg zur deutschen Grenze, hätte ich jetzt auch gesagt, wenn sie eine deutsche Spionin ist. Und sie Luisa natürlich irgendwo hinbringen will, ne? Oder in den Alpen würde sich das Fräulein gut verstecken können. Stimmt auch, aber... Ach, der hätte jetzt auch gesagt, eher nach Deutschland. Einfach nur zu raten, welche Straße entlang gefahren waren, wäre sinnlos gewesen. Das stimmt allerdings. Ja, es ist entweder 50-50, was machen wir sonst? Weiß ich nicht, aber... Also du bist für nicht raten. Nicht raten. Und die Frage ist, was dann die Aktion... Oh, Fragen. Interessant, dass die Brechstangen-Option, die eigentlich ist... durchdachtest zu sein schon. Ja. Was passiert? Einfach nur zu raten, welche Straße sie entlang gefahren waren, wäre sinnlos gewesen. Ich brauchte mehr Informationen. Vielleicht würde mir ein wenig gute altmodische Detektivarbeit weiterhelfen. Vielleicht aber auch über den Hotelportier fragen. Aber wir haben ja gelernt, wir sind in Meiringen, 50 Kilometer von der Unfallstelle. Ja, auf keinen Fall fragen wir da irgendjemanden. Ja, was können wir noch machen? Ich machte mich auf, um mit den Gästen der Hotelbar zu sprechen. Ja. Ich bin für gute alte Detektivarbeit, ich auch. Reifenspuren, Anzeichen für einen schnellen Aufbruch oder eiliges Ankommen. Solche Dinge halt. Okay, das ist aber jetzt auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, oder? Die bleiben doch nicht tagelang. Moment, wir sind doch schon noch in Meiringen, oder? Hat er das nicht gesagt? Ich dachte, Meiringen wäre entfernt von dieser Unfallstelle, wo wir eigentlich jetzt aufgepäppelt worden sind, oder? Ja, also wir sind mitten auf der Straße aufgepäppelt, nicht in irgendeinem Ort. Mal hochscrollen. Wo wir gerade wirklich sind, nur ganz sicher sind. 10 Minuten außer von Meiringen. Teilt sich die Straße, sagt er. Ach so, weil das wahrscheinlich die Straße sein müsste, die dann auch sie genommen haben muss, oder was? Ja, exakt. Okay, so ganz check ich nicht, wo wir hier, aber wie ihr jetzt auf die Idee kommt, das hier ermitteln zu können, an dieser Stelle. Ja, ich auch nicht, weil, nee, vor allen Dingen nicht Reifenspuren, das ist Asphalt, also, hä? Na, ja, egal. Die kann es ja hier schon geben, wenn jemand schnell los ist. Ich check das noch nicht so ganz. Okay. Am Straßenrand hatten ein paar Händler ihre Stände aufgebaut. Sie verkauften Brot und frisches Obst, wie beispielsweise Kirschen aus einem Fass. Kirschen. Ich untersuchte die Einfahrt und die umliegenden Büsche. Checkt es auch nicht, was er da versucht von zu tun. Von was die Einfahrt? Die Einfahrt in die, vor der Gabelung.
Okay, machen wir mal. Oder was? Was wollen wir nicht eher die Händler fragen? Ich meine, ja, die werden ja eher sehen, ob hier Ausländer vorbeigekommen sind. Alles klar. Wir befragen sie. Wir befragen die Händler. Aber falls einer von ihnen etwas wusste, würde ich es nicht so einfach erfahren. Händler sind in der Regel recht zugeknöpft. Anders als Pastoren, andere, alle Geistlichen, ehrlich gesagt, haben es bisher verfilmt. Wobei, nee, der eine nicht. Der hat sich nur auffällig verhalten. Händler sind in der Regel recht zugeknöpft, auch wenn eine alte Dame mir eine Küche schenkte. Ich glaube, ich tat ihr leid, das verstehe ich. Oh, aber wie zerknöpft. Ich meine, wir sind ja überall Kratzer und wir sehen ja mitgenommen aus. Aber wir bleiben immer noch ein bisschen hier. Weil wir nicht wissen, wohin. Ich stöberte auf dem Gelände des Hotels herum. So, jetzt zum Portier oder mit den Gästen sprechen. Boah, ich glaube, beim Portier können wir wieder total auffliegen. Dann mit den Gästen. Gut. Wir sprechen mit den Gästen an der Hotelbar. Nicht, dass ich davon ausging, dass das Fräulein auf einen Drink hier angehalten hätte. Das war nicht Wolfs Stil. Aber was war mit dem Kerl, der an ihrer Seite gewesen war? Das Fräulein konnte jeden Mann zum Trinken treiben. Das ist richtig. Also wir geben eine Runde aus. Oder wir fragen den Barmann. Oder ich kann sagen, ich bin auf der Suche nach meiner Frau. Hab ich laut bekannt. Nein, also die Mitte. Ist für meine Frau. Jetzt haben wir eine Cover-Story. Ja, aber vor allen Gästen, alle starren uns dann an. Also den Barmann fragen. Ja, das ist erstmal sicherer. Ich fragte den Barmann, er zuckte mit den Schultern. Hier kommen viele Leute durch. Was mich betrifft, kann ich mich an keine Deutsche erinnern. Sagt eine kräftige Stimme ein paar Hocker weiter entfernt. Aber an einen Mann? Oh ja, an einen Mann erinnere ich mich gut. Eine weißbiertrinkende Schweizerin, deren Wanderstöcke gegen die Bar gelehnt waren. Ah, die hat das dann gesagt, oder was? Nee. Ja doch, sie sagt, Sie ist die kräftige Stimme ein paar Hocker weiter. Und wir fragen jetzt, oh, tatsächlich? Oder wir fragen, der war bemerkenswert, hm? Hatte der Mann es eilig? Kann man sehr schlecht einschätzen, wird er nicht aufgesprungen und losgesprintet sein. Aber dann würde ich nach bemerkenswert fragen. Ja. War er bemerkenswert, hm? Meinen Sie damit, ob er gut aussah? Nein, aber irgendetwas stimmte mit ihm nicht. Gab sie zu bedenken. Er trank, als habe er nur noch 5 Minuten zu leben. In jeder Hand ein Glas. Hui, der hat's echt eilig. Okay, wir wissen auch noch nicht genau, wer es ist, ne? Sagte er, wohin er unterwegs war? Wissen Sie seinen Namen? Oder wurde er von einer jungen Frau begleitet? Also, warte ganz kurz, logisch rangehen. Wieso sollte er verraten, wo er hin will? Wieso sollte er seinen Namen sagen? Seinen echten Namen sagen? Also einen Namen kann er sagen. Das ist wahrscheinlich am ehesten. Also fragen wir nach der Frau, okay. Zusätzlich zu der Frau, nach der sie fragten? Sie scheinen eine ganze Busladung voller Leute zu suchen. Das ist richtig. Sie trank ihr Glas aus und stellte es mit einem Knall auf den Tresen. Ich hoffe, dass sie sie finden. Der Mann, der sie begleitete, sah nicht allzu krisenfest aus. Der Kohli. Mutmaßlich. Weil der hat sich bisher nicht als allzu krisenfest. Ja, aber der liegt im Krankenhaus, glaube ich. Oh, Entschuldigung, ich war gerade kurz komplett von der Spur abgekommen. Ich bin irgendwo von der Spur abgekommen ist gut. Ja. Bist du wirklich hier Kopf gestoßen? Ich bin noch ein bisschen. Ich hatte irgendwie kurz mir eingebildet, sie hätten den auch mitgenommen. Das war ja Lisa. Oh, ich wusste, dass das passiert. Jetzt spoiler mal hier nicht. Der Hotelportier wurde misstrauisch, also rief er die Polizei. Ich versuche natürlich zu entkommen. Ich kam nicht weit. Die Polizei erwartete mich mit gezuckten Schlagstöcken und fiesem Grinsen. 2 Polizisten griffen unter meine Arme und ich wurde wie ein Sack Kartoffeln zu einem nahegelegenen Bierhaus geschleppt. In einer dunklen Ecke glühte eine Zigarette auf. Ach, sie schon wieder. Ließ sich mein verborgener Freund vernehmen. Rettet es ihn Freude, unser schlechtester Spion zu sein. Nun, wir könnten versuchen natürlich uns zu bessern. Lassen Sie mich gehen, ich habe zu arbeiten oder wollen Sie, dass ich um mein Leben flehe? Das bist du, ist ja dein Charakter. Nee, das ist mir zu unterwürfig, wenn ich anbiete, mich zu bessern. Ja, ich versuch's mal ein bisschen. Wenn der mir so kommt, komm ich ihm auch so. Wollen Sie, dass ich um mein Leben flehe? Hm? Die Zentrale ist nicht besonders beeindruckt von deiner Arbeit. Ja, ich auch nicht.
Ganz und gar nicht. Ich will, dass sie so gut in diesem Land untertauchen, dass sie nicht so finden sind, bis sie Erfolg hatten. Das Letzte, was ich will, ist, mit ihnen sprechen zu müssen. Erneut tippt er die Asche von seiner Zigarette. Vielleicht sollte ich meine Leute tun lassen, was immer sie mit Spionen tun. Dann kann die Zentrale jemand Geeignetes herschicken, um das zu Ende zu bringen, was sie angefangen haben. Er wartete nicht auf meine Antwort. Geben Sie mir etwas, womit ich arbeiten kann. Eine lange, steife Pause. Oh. Was für eine lange Pause? Das ist eine sehr lange Pause. Ah, es wollte nicht. Es war eine lange Pause. So, ich habe jetzt keine Zeit für sowas. Sie entkommen. Es gibt da einen Italiener, Primo Vercoli. Oder wir fragen nach Luisa Vercoli. Eigentlich wollen ja alle die Luisa haben. Mhm. Wir wissen aber nicht warum. Also wieso so ein würde er dann von der Luisa erzählen wollen? Ja. Es gibt eine junge Italienerin. Oh, nach Inter. Sie wurde gesichtet. Okay. Fahren Sie fort. Ich weiß nicht genau, aber ich bin mir sicher, dass sie etwas Wichtiges weiß. Die Zigarette glühte auf. Sie war auf dem Weg nach Interlaken. Sie waren mehrere. Sie haben sie beschattet. Können Sie sie abfangen oder sind Sie sich da sicher? Naja, er wird es uns nicht erzählen, wenn er nicht sicher wäre, oder? Mhm. Also haben Sie sie beschattet? Können Sie sie abfangen? Nicht, wenn wir nicht auffliegen wollen. Unser Spiel läuft noch viel länger als Ihres. Die Zigarette glüht auf. Dann sollten Sie wohl lieber los, mein Bester, nicht wahr? Jetzt ist dann wieder dieser Charakter sich bei dir so über den Dialog immer diabolisch entwickelt. Ja. Wie lang bleiben wir denn jetzt hier noch? So, okay. Wir müssen weiterreisen, alles klar. Auf nach Interlaken. Interlaken klingt irgendwie ganz seltsam. Du musst auf die... Machst auf die Straße Weg klicken. Klicken, ja. Täglich vor dem Postbus nach Interlaken. Was kann da denn schief gehen? Ja, in der Mitte. Ich hatte übrigens in der Pause mal gelesen, dass diese Komplikation zwischendurch und auch das Feedback, wie oft wir halt schon entdeckt wurden und so neu zugefügt wurde mit dem letzten Patch. Das gab es im Original nicht. Dass man nochmal so wesentlich rangeht. So, eine Komplikation. Das Überkochen der Spannung in Europa scheint selbst die Schweizer nervös gemacht zu haben. Das harmlose kleine Postauto wurde an einer Straßensperre angehalten und von einem Soldaten durchsucht, der meine Papiere sehen wollte. Ah, ein Test der Ausstrahlung oder ein Test der Heimlichkeit. Du entscheidest. Was, wie soll man denn, also... Du entscheidest, jetzt wirf halt die Münze. Nein, aber wir müssen doch drüber reden. Also Ausstrahlung ist, wir versuchen zu schleimen und ihn zu überzeugen. Ja. Und Heimlichkeit ist was? Wir verheimlichen unsere Mission und erzählen wir irgendeine Story. Ja, es ist eher einerseits mit Charme, das Ganze lösen oder eher versuchen so ein bisschen so, du siehst mich gar nicht, ich bin nicht wichtig, ich bin nicht da. Ja, dann sind wir eher nicht wichtig, nicht da, weil mit Charme kannst du bei einem Soldaten doch, das ist doch lächerlich. Was sind sie für Brite? Ja, also offensichtlich, also. Boah. Ein Soldat zog dich aus dem Postauto und fragte dich. Meine gefälschten Papiere waren verschwunden, ich entschuldigte mich stotternd, aber der Soldat zog mich raus, stieß mir sein Gewehr in die Rippen und nahm mich ins Kreuzfeuer. Irgendwann gab er nach und ließ uns weiterfahren, aber ich hatte Zeit verloren. Ich denke, dass sie diese Features zugefügt haben, weil das Feedback der Community das gewünscht hat. Das macht's ein bisschen aufregender auf jeden Fall. Die Landschaft war fürchterlich malerisch, Aubrey. Die Art von Landschaft, die Poeten zur Verzweiflung treiben würde bei dem Versuch, sie adäquat zu beschreiben. Also spare ich mir die Mühe. Ich nahm nichts davon wahr. Die Sonne ging mit einem wunderschönen orangefarbenen Leuchten hinter den Bergen unter. Aber mir blieb keine Zeit, den Anblick zu bewundern. Eine Frage verzerrte mich geradezu. Wohin wurde Luisa von dem Fräulein gebracht? Wer war der Mann, der sie begleitete? Oder? War all dies meine Schuld? Nein! Die Frage, die ich mich frage, gibt's da nicht. Was war denn Luisa? Das ist doch der Knackpunkt. Wenn wir das wissen, wissen wir vielleicht auch, wohin die unterwegs sind. Also, man kann es ja so ein bisschen zusammenreiben, ne? Luisa
und Vercoli, beides Italiener. Die werden wahrscheinlich über irgendwelche kritischen Informationen verfügen. Ja, richtig, aber welche? Die sowohl die Alliierten, in dem Fall die Briten, haben möchten, wie auch die Deutschen. Ja, das ist mir klar, aber was ist es? Ne, wenn man manchmal, wenn man weiß, in welche Richtung es geht, weiß man ja in etwa auch, wohin die unterwegs sein könnten. Aber dann würde ich mir tatsächlich fragen, ja, wohin? Ja. Wohin wurde Luisa von einem Fräulein gebracht? Diese Strecke führte nicht zur deutschen Grenze. Also musste Wolf ein anderes Ziel ins Auge gefasst haben, irgendwo zwischen hier und Frankreich. Das waren meine Gedanken, als ich ungeduldig mit den Fingern tappte und den Gedanken den Postbus anflehte, schneller zu fahren. Im Endeffekt hat Frau Wolf ja zu uns mal gesagt, dass wir auf derselben Seite sind. Oder zumindest nicht verfeindet. Vielleicht arbeitet sie auch nicht für die Deutschen. Ich habe ihr nicht geglaubt, aber na, gucken wir mal, was... So, sie haben das gestohlene Auto gefunden, zumindest das, was davon übrig ist. Die brennenden Wrackteile. Ja. Mhm. Oh, der schöne Bugatti. Ja. Geht's weiter? So, dann haben sie, die Armee wurde mobilisiert und man hat, anscheinend erstrecken sich ihre Pflichten auch auf die Befragung zufälliger Reisender. Dennoch ließen sie unseren Verdächtigen mit einer Verwarnung gehen. Mhm. Ehrlich, was für eine verpasste Gelegenheit. Sie sollten die Verhöre den Experten überlassen. Ist das, weil der deutsche Textsänger ist, das ist der englische. Das sind so Probleme, an die denkst du ja, glaube ich, auch bei der Lokalisierung erstmal nicht, ne? Interlaken. Ah, ist das schön. Interlakenmarkt. Na dann. Oh, ich will. Nee. Ans Hotel? Nee. Doch. Weil ich auf dem Gamepad drücke ich ja nur A, dann geht's immer weiter. Du musst quasi den richtigen Spot finden, wo es weitergeht. Aber es macht Spaß. Das ist interessant. Ja, das ist so ein Suchspiel für Jenny. Ja. Sowas mögen Jennys. Als ich in Interlaken ankam, war es bereits dunkel. Also ging ich in das erstbeste Hotel, das ich fand. Ich war erschöpft. Der Unfall auf dem Furka-Pass hatte mir ordentlich zugesetzt. Kaum im Hotelzimmer angekommen, ließ ich mich aufs Bett fallen. Ich konnte gerade noch meine Schuhe von den Füßen schieben. Ich schloss die Augen und sah in Gedanken Primo Berconis Gesicht. 3. September 1939. Europa im Krieg. Großbritannien und Frankreich erklären Deutschland den Krieg. Frankreich und Großbritannien haben in Wahrung ihres Abkommens mit Polen Deutschland den Krieg erklärt. In einer heute gehaltenen Rede erklärte der britische Premierminister Neville Chamberlain, dass Großbritannien und seine Verbündeten sich gegen ein Regime durchsetzen würden, das durch rohe Gewalt, bösen Glauben, Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Verfolgung gekennzeichnet sei. Ich brachte mein Frühstück schnell hinter mich und begab mich dann auf den überdachten Markt der Stadt. Wenn Wolf durch Interlaken gereist war, hätte sie hier vermutlich Vorräte eingekauft. Nach einigen erfolglosen Versuchen erhielt ich schließlich die ersehnten Informationen bei einem alten Schuhverkäufer. Eine große blonde Frau und ein braunhaariger Kerl, sagen Sie? Ah, vielleicht meinen Sie die Krankenschwester? Sie kam gestern mit ihrem Schützling hier vorbei. Sie waren auf dem Weg nach Lauterbrunnen südlich von hier. Ihr Schützling? Ihrem. Sind Sie sicher? Sind Sie sich da sicher? Oder was gibt's denn in Lauterbrunnen? Was für eine dumme Frage. Oder auch nicht. Sehr. Ich mach den Job nicht. Ich mach ihn nicht. Lass ihn liegen. Also, was es da gibt, mein Gott. Glaube ich, wird er nicht beantworten können. Sind Sie sich da sicher? Ist auch dumm, wenn er das sagt. Und Ihren Schützling ist aber auch sehr auffällig wieder. Hä, wie Ihrem Schützling? Ja, aber was meinen Sie damit? Inwiefern Schützling? Ja. Also, ich würde das schon. Ihrem Schützling? Genau, eine junge Frau. Anfang 20, schätze ich. Italienerin, oder? Französin? Der Mann seufzte. Und schüttelte den Kopf. So ein trauriger Fall. Die junge Frau ist manisch. Der Arzt, der sie begleitete, meinte jedoch, dass die gute Bergluft sie schon wieder heilen würde. Die wollte flüchten und sie haben behauptet, sie wäre verrückt. Ein Arzt? Ein österreichischer Arzt? Der Österreicher. Ja, die junge Frau ist also verrückt wie? Was haben sie gekauft? Also entweder eins oder drei. Hier könnte man jetzt wieder fragen, verhalten wir uns nicht zu auffällig? Ja, wenn genau. Wir jetzt so Details raushauen, die uns noch nicht verraten. Wir wissen ja auch schon, dass das der österreichische Arzt sein muss. Und das ist auch seltsam. Das ist aber auch auffällig. Okay, was findest du am wenigsten seltsam? Die Mitte. Die Mitte. Die junge Frau ist also verrückt, hm?
vollkommen. Man konnte es in ihren Augen sehen, ganz wild. Wie bei einem Tier, das in der Falle sitzt. Wirklich sehr traurig. Wenigstens war Luisa noch am Leben. Aber ich wusste immer noch nicht, wohin sie von Wolf gebracht wurde. Zuerst nach Lauterbrunn, aber danach, wenn ich nur die Spur verlor, würde ich Luisa niemals wiedersehen. Es ist mir zu persönlich. Das ist dein Job, verdammt. Du sollst. Es geht nicht um dich und Wiedersehen. Wir sind weiter. Auf nach Lauterbrunnen. Zu Füß. Zu Füß flügen wir nach Süden. Ich hatte das vom Süden schon im Mund. Zu Füß flügen wir nach Süden. Lauterbrunnen. Ja. Dauert ein bisschen. Ja. Wir sind ja zu Fuß. Aber ohne Komplikation. Das ist strange. Wir dürfen halt keine Fahrzeuge nehmen. Alles richtig gemacht. Ja, Lauterbrunnen. Oh, ist das hübsch. Kirche! Ach, ich will nicht wieder rein in eine Kirche. Wir haben es nicht so mit Kirchen, ne, bisher. Nee. Wir haben jetzt kein Glück gebracht. Lauterbrunnen lag tief in ein Tal eingelassen. In seinen Straßen hallte der Klang der Wasserfälle wieder, die zu beiden Seiten der Stadt die Berge hinunterstürzen. Am tiefsten Punkt der Stadt gab es ein Gasthaus mit einer dunklen Ecke. Und in dieser Ecke saß Herr Dr. Schweiger mit traurig herabhängendem Schnurrbart. Ein gebrochener Mann. Oh oh. Oh, ich sehe da eine Pistole. Ich konnte nicht anders, als das Werk des Fräuleins zu bewundern. Ich zog die Waffe aus der Tasche und legte sie vor ihm auf den Tisch. Nein, man legt Waffen nicht auf den Tisch. Aber als Zeichen der Dominanz. Ja, und dann kann er sie packen? Ja, mein Gott. Die anderen waren nirgendwo in Sicht. Wir sind in einem Gasthaus, das sieht jeder. Wir müssen uns jetzt mal hier unauffälliger verhalten. Okay, was? Also die Pistole ist aus dem Spiel? Ja. Also bewundern wir das Werk des Fräuleins? Weiß ich nicht. Wir bewundern das Werk des Fräuleins. Einen solchen Mann mit einem schicken Auto und einem hervorragenden Beruf so effizient und rücksichtslos fertig zu machen. Es gibt japanische Köche, Aubrey, die eine Makrele mit ein paar geschickten Schnitten eines Messers entgräten können. Es ist eine Schande, dass die Japaner Frauen nicht erlauben, diesen Beruf auszuüben. Sonst hätte Wolf vermutlich ihre wahre Berufung gefunden. Interessante Verbindung? Okay. Ja, ich würde sagen, und ich habe... Ich nahm ihm gegenüber Platz. Er sah überrascht auf. Ein Ausdruck der Hoffnung blitzte in seinen Augen auf, verschwand aber sofort wieder. Oh, Sie sind das. Wenn Sie Luisa wehgetan haben, werden Sie es bereuen, oder? Also, Herr Schweiger... So sieht man sich wieder. So sieht man sich also wieder. Klassiker, der Klassiker. Satz. Kann man nichts gegen sagen. Oder sie hat sie sitzen lassen, ne? Das ist echt fies. Nee, aber ich würde die Mitte nehmen. Einfach, weil es der Agentensatz. Ja, natürlich. Also, Herr Schweiger, so sieht man sich wieder. Sie suchen vermutlich das Fräulein Wolf. Die ist nicht mehr hier. Okay, jetzt können wir natürlich ein bisschen aggressiver werden. Sagen wir, wohin sie gegangen ist, sonst breche ich ihnen alle Finger. Was ist passiert? Das ist mir fast schon zu langweilig. Oder hat sie sich hier sitzen lassen und Luisa mitgenommen? Was relativ offensichtlich ist, oder? Ja, also nehmen wir die 1. Oh, du willst die Finger brechen, alles klar. Meinen Sie wirklich, dass ich hier sitzen würde, wenn ich das wüsste? Gab er betrübt zurück. Sie hat sich einfach in Luft aufgelöst. Gab er wie ein verlorenes Kind klingend zurück. Ich ging zur Bar, um ihr einen Gin und Tonic zu holen. Mehr nicht. Und als ich zurückkam, naja, sie geil, dass sie schon. Dass er einen Gin und einen Tonic. Ja, deswegen wollte ich das nicht vorlesen, weil ich dachte, das Gin Tonic heißt das Ding. Und ich war so Gin und Tonic, okay? Ist die Frage... 1 Cent. Und Quizfrage, sagen Engländer Gin and Tonic? Oder sagen sie, trinken Engländer Gin Tonic oder Gin and Tonic? Weil das könnte... Ich könnte mir vorstellen, dass es das ein Übersetzungsfehler ist. Aber ich weiß... Ist jetzt nicht auf. Genau, aber da er Uzi ist, würde er Gin Tonic auf jeden Fall. Nee, aber weil es ja wahrscheinlich aus dem englischen Original übersetzt worden ist. Ja, das wäre klar. Das war meine... gerade ein Witz. Also, okay, ich kann das googeln, aber dann kann ich kurz nicht vorlesen. Ja. So einfach mal Gin and Tonic, ob das quasi... Ja, ich bin. Sorry. Also, Sie wollten Fräulein Wolf wirklich einen Gin und Tonic kaufen? Und als sie zurückkam, war sie verschwunden? Du musst kurz lesen. Ich kann einen... Sie waren dabei, die junge Frau zu entführen. Okay, ich will mich jetzt nicht über seine Getränkeauswahl mit ihm unterhalten. Deshalb gehen wir mit der Axt weiter. Und sie waren dabei, die junge Frau zu entführen.
Tja, wenn ich Gin and Tonic eingebe, macht er mir nur Gin and Zeichen Tonic draus. Ja, vielleicht könnten wir uns da mal auf die Sprünge helfen. Würde mich nur interessieren, beziehungsweise ich frage meinen Kumpel, meinen britischen Kumpel Mark mal. Übersetzungsfehler ist. Waren wir das? Aber sie sagte, Moment mal, sind's, was? Sie nicht, was? Moment mal, sind nicht sie es, die Italienerin entführen will? Ich verstehe gar nichts mehr. Es hat ihn wirklich erwischt, Aubrey. Was immer Wolf innerhalb der letzten 48 Stunden mit ihm angestellt hatte, sie hat es ausgesprochen gut gemacht. Und was ist mit Ihnen? Fragte er. Er schien mich zum ersten Mal richtig wahrzunehmen. Haben Sie sich am Kopf verletzt? Ah, Fleischwunde. Warte, hier nochmal. Ja. Die waren aber, die Junge waren wir das. Aber okay, also er also glaubt. Sie und der Wolf, ja. Und er glaubt, dass wir die ja eigentlich entführen wollen. Das hat die Frau Wolf ihm eingeredet, Frau Wolf richtig? Scheint es so zu spielen, dass Luisa hier nicht entführt wird, sondern Luisa irgendwie geholfen wird. Oder zumindest sieht er sich selber nicht als Entführer. Ja, ich finde das ein bisschen strange, dass er dann nachfragt und was ist mit ihnen. Das passt doch nicht, deswegen muss ich nochmal nachlesen. Nein, wahrscheinlich, weil die Story vom Wolf so gedreht wird. Wir sind die Bedrohung für Luisa und sie rettet Luisa mit ihm zusammen. Ja, klar. Und dann fragt er aber, anstatt darauf mehr einzugehen und was ist mit ihnen, warum sehen sie so aus? Das passt nicht, finde ich. Zum Dialog davor, es passt einfach nicht, egal. So. Gut, also, Fleischwunder. Ich hatte einen Unfall, als ich über den Fokapass fuhr. Details, weiß ich nicht. Ich werde sie finden. Können sie ja natürlich voll ignorieren jetzt. Ach, Fleischwunde ist ja offensichtlich eine Fleischwunde. Boah, die dritte Axt in Folge. Ja, ist mir egal. Nur eine Fleischwunde. Kriegt ihr voll den Briten raus. Sie sollten sie trotzdem einmal untersuchen lassen. Sie könnten unter einer Gehirnerschütterung leiden. Ach, mir geht's gut. Ich brauche keine Untersuchung. Wir haben bestimmt eine. Oder ich werde sie finden, dann beenden wir wahrscheinlich die Geschichte. Genau, und? Sie können ihr Handeln noch immer gut machen. Helfen Sie mir, Luisa zu finden. Ja. Kann man machen. Ich weiß zwar nicht, ob man ihm trauen kann, aber machen wir einfach. Machen wir. Ich vertraue ihm. Luisa ist mir völlig egal. Gab er zurück. Aber wenn Sie wissen, wo sich Emmanuel auffällt, dann komme ich mit Ihnen. Emmanuel? Im Ernst, Aubrey? So ein Trottel. Emmanuel alias der Wolf? Weil er so verknallt in sie ist? Hat sie, also ist sie so eine femme fatale, die ihn um den Finger wickelt? Vielleicht. So würde ich es jetzt verstehen, oder? Nee, Emmanuel kennen wir, glaube ich, sonst noch nicht. Interessant. Es geht weiter. Aber es ist sowas von gar kein deutscher Name. Emmanuel klingt eher französisch. Ja, so wie du es aussprichst, auf jeden Fall. Emmanuel, aber ich kenn einen nennen Emmanuel, Tatsache. Aber ohne das E hinten dran. Ich würde sagen, ein weiblicher französischer Name. Es gab nur eine Route, die aus Lauterbrunn hinausführte und die verlief bergan. Na dann, pack mal deine Bergschuhe aus. Wir saßen uns auf beiden Seiten des Eisenbahnwagens gegenüber. Schweiger sah kränklich aus. Er schwitzte trotz der eiskalten Bergluft. Er bemerkte, wie ich ihn beobachtete. Ich sehe genau, wie Sie mich verurteilen, knurrte er. Aber ich liebe Sie, glauben Sie mir. Schimpfen Sie mich ruhig einen Narren, aber ich liebe Sie. Okay. Wenigstens femme fatale. Ja, das bestätigt die Theorie. Wenigstens besaß noch ein kleines bisschen Kampfgeist. Ja, das muss ich ihm lassen. Naja, so ein bisschen geil finden wir die ja auch. Also müssen wir ja auch ehrlich sagen. Aber sicherlich wissen Sie doch, dass Wolf ein Nazi ist. Das fände ich eigentlich ganz geil. Oder können wir so ein kleines Herz mitbrechen? Das wird ihm noch vergehen. Nein, das ist irgendwie, das ist dritte, das hat ja auch keinen Impact auf ihn. Ich bin beides nicht schlecht. Na, du darfst auch so, du bist ja. Oh, ich will eigentlich sein Herz nicht brechen. Wenigstens besaß er noch ein kleines bisschen Kampfgeist. Auch wenn dieser fehlgerichtet war. Möglicherweise würde sich dies als nützlich erweisen. Oh, jetzt können wir die Nazi-Frage nochmal stellen. Oder? Das wird ihnen noch vergehen, oder? Wolf ist böse, ja genau. Der böse Wolf. Ja, aber hallo, ja. Genau, das ist... Ja? Also, kannst du aussuchen, ob du... Ja, Wolf ist böse, sagen wir auf keinen Fall. Es klingt, als wären wir 3 Jahre alt. Ja, dann erzählen wir doch mal das hier. Dann erzähle ich ihm jetzt leider die harte Wahrheit. Aber sicherlich wissen sie doch, dass Wolf ein Nazi ist. Jetzt bin ich gespannt. Ja, was tut das zur Sache? Die Nazis bringen die deutschen Völker wieder zusammen. Ich wollte sagen, er ist doch Österreicher. Also, wir Österreicher sind stolz darauf, ein Teil des Deutschen Reiches zu sein. Ist es ein Verbrechen, ein Patriot zu sein?
Toll. Wir haben hier so Nazi-Ärzte. Nazi-Ärzte sind die schlimmsten, ey. Als Arzt sollte Ihnen doch klar ersichtlich sein, wie falsch Wolfs Überzeugungen sind. Aha. Ja, wenn Patriotismus zu Despotismus und Mord führt. Ich erkannte, dass Schweige bereits verloren gewesen war, bevor er überhaupt das Fräulein kennenlernte. Ja, offensichtlich, also wenn er glaubt, dass die Nazis gut sind. Also ich will es nochmal versuchen. Ja, mach das. Also ja, es ist ein Verbrechen, ein Patriot zu sein, wenn Patriotismus zu Despotismus und Mord führt. Ja, sicherlich haben wir aktuell starke Führer, aber die sind auch notwendig. Gab Schweiger herablassend zurück. Wir brauchen sie, um unsere Leitkultur wiederherzustellen und sie von jenen zu bewahren, die sie zerstören wollen. Er nickte, ein kleiner Junge, der seinem Vater stolz davon erzählt, was er heute in der Schule gelernt hat. Ich sag ja, der ist sowas von Nazi, das kannst du knicken. Ja, komm, den Axtenwälz. Verfix doch mal, sehen Sie denn nicht, dass die Nazis Europa in einen weiteren Krieg stürzen? Oder? Und wenn die Nazis sie holen kommen und ihre Familie? Verflixt. Sind sie denn blind, dass sie einfach alles glauben, was ihnen ihre Regierung vorkaut? Nee, der hat jetzt die Axt. Verflixt doch mal, sehen Sie denn nicht, dass die Nazis Europa in einen weiteren Krieg stürzen? Obwohl ich die Mitte auch gut gefunden hätte, so persönlich auf die Familie zu gehen. Ja, aber er wird sich Schnauze voll von dem Typen. Einen Krieg, den wir dieses Mal gewinnen werden. Ich hätte dir voraussagen können, dass dieser Satz kommen wird. Ich hätte mir die Diskussion sparen können, Aubrey. Diese Denkweise kann man nicht mit vernünftigen Argumenten beilegen. Sie kennt nur die Sprache der Gewalt und Macht. Nationalsozialismus ist wie ein gefährlicher Krebs. Uns wird nichts anderes übrig bleiben, als unsere Skalpelle zu schärfen, ihn abzuschneiden, bevor er sich weiter ausbreitet. Und er breitete sich alleine aus. So, und jetzt würde ich fast gucken mal, ob wir hier nochmal einkehren auf dem Weg. Wahrscheinlich Richtung Finale. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass die große Konfrontation mit dem Wolf ansteht. Akt 4. In Akt 4. Schachmatt. Die Frage ist nur, wer stellt wen Schachmatt? Weiß geht auf jeden Fall. Ja. Also es klingt sehr nach... Obwohl, ich habe eben die Figur nicht gesehen, ob das wirklich der König war. Müsste er eigentlich. Können wir jetzt direkt nochmal nachgucken, denn wir machen hier eine kurze Pause und sehen uns dann zum Finale. Denke ich mir, das klingt sehr nach Finale. Weil es könnte ja auch die Dame sein. Das wäre eine Anspielung auf Frau Wolf dann. Tja. Wir checken das. Oh, im Schneesturm, in der nächsten Folge. Bis dann, ihr Lieben.